Hallo Kinder, hey Teens, super, dass ihr eingeschaltet habt. Das hier ist die neue Reihe für euch. Ab heute möchten wir euch mitnehmen auf eine Forschungsreise. Und zwar möchten wir zusammen die Zusammenhänge unserer Welt und des Lebens erforschen. Manchmal aus dem Weltraum und manchmal unter dem Mikroskop. Gibt es denn da etwas zu entdecken? Gibt es Zusammenhänge oder Ordnungen im Leben, die uns auffallen? Na klar, da sind zum Beispiel die Naturgesetze. Jeder weiß genau, ein Stein fällt immer von oben nach unten und niemals andersherum. Wir wissen, die Sonne geht am Morgen auf und am Abend wieder unter. Jeder weiß ganz genau, es gibt die vier Jahreszeiten, die immer wieder kommen. Das sind Dinge, auf die man sich ganz sicher einstellen kann. Dadurch weiß ich zum Beispiel auch ganz genau, dass ich einen Stein niemals auf meinen Fuß fallen lasse. Genau so nichts. Nun ist unsere Frage, gibt es solche Zusammenhänge auch für andere Bereiche unseres Lebens? Heute stellt man sich diese Frage viel häufiger als früher. Wisst ihr warum? Weil die Werte immer mehr zerfallen. Habt ihr das schon mal gehört? Wertezerfall? Früher gab es Werte, die waren einfach festgelegt. Die standen genauso fest wie die Naturgesetze und wurden einfach gar nicht hinterfragt. Dadurch war vieles für die Menschen auch einfacher. Die vielen tausend Fragen, die uns oft bewegen, die vielen Diskussionen in der Welt, die gab es so gar nicht. Aber genauso wie man früher sicher war, die Welt sei eine Scheibe, lag man eben auch mit vielen dieser festgelegten Werte einfach falsch. Es war also eine gute Sache, diese Dinge zu hinterfragen. Was ist heute mit unseren Werten passiert? Warum geht es den Menschen eigentlich so schlecht? Warum weiß man keine Minute, wann Krieg ausbrechen wird? Was ist mit den vielen Scheidungen, dem Streit zu Hause, der Jugendkriminalität, den Süchten? Manche Leute fragen dann einfach, was ist eigentlich mit unserer Jugend los? Und geben euch die Schuld. Aber so einfach ist das nicht. Was stimmt hier nicht? Man spürt doch genau, dass da etwas fehlt, dass irgendwas nicht richtig läuft in unserer Welt. Nehmen wir das denn einfach so hin, dass überall die Ratlosigkeit wächst? Nein, wir nicht. Ab heute wird hier geforscht. Ab heute entdecken wir sie gemeinsam, die neuen Werte.